Fußball. In Deutschland ist das für viele mehr als Sport. Jedes Wochenende zieht es Hunderttausende in die Stadien und das seit nunmehr 50 Jahren. Die Bundesliga feiert Geburtstag, eine Erfolgsgeschichte. Ich glaube, die gute Verteilung, die Solidarität, auch die Solidität der Vereine, der Infrastruktur, modernste Stadien, tolle Stimmung. Die Tatsache, dass immer mehr Frauen zum Fußball gehen, ja, dass auch die Atmosphäre heute eine ganz große Rolle spielt. Auch sportlich gesehen im letzten Jahr mit zwei Mannschaften, die im Champions-League-Finale waren, war natürlich auch was Außergewöhnliches. Und von daher war das eine tolle Saison im letzten Jahr. Und da können wir alle irgendwie stolz darauf sein. Die Liga feiert sich. Sie steht gut da. Eine große Herausforderung für viele Clubs ist aber der Spagat zwischen Wirtschaftlichkeit und Authentizität. Ich glaube, wenn der deutsche Fußball guckt, dass er eben ja, das Herz, also das Herz des Fußballs, nämlich Tradition, Beteiligung der Anhänger, eben dass viele Vereine auch wirklich noch richtige Volksvereine sind, dann, glaube ich, ist der deutsche Fußball ganz gut dran. Wenn er das nicht macht, wird es gefährlich. Tradition und Herzblut. Beim Berliner Zweitligaverein Union Berlin geht die Liebe der Anhänger so weit, dass sie selbst Hand anlegten, als der Verein ein neues Stadion baute. Eine Liebe, die Pflege braucht, ohne das Ganze aus dem Blick zu verlieren. Tradition pflegen darf eben nicht bedeuten, ich sag mal, dauerhaft nicht sportlich erfolgreich sein zu wollen oder immer unter den schlechtestmöglichen Bedingungen zu arbeiten, sondern die Kunst ist, beides zu verbinden, den Verein voranzubringen, Bedingungen weiterzuentwickeln und gleichzeitig nicht aus den Augen zu verlieren, wo man eigentlich herkommt. Auch Union will mal in die erste Liga aufsteigen. Für Spieler Michael Parensen ist das nicht nur eine sportliche Herausforderung. Weil man immer wieder beide Seiten betrachten muss. Auf der einen Seite natürlich den Erfolg anzustreben und irgendwo auch in der Geldmaschine Fußball mitzuschwimmen oder zu überleben. Auf der anderen Seite aber immer auch die Nähe zu behalten. Nähe ist wichtig, aus verschiedenen Gründen. Denn Fußball ist zwar Sport und Spaß, hat aber wie Vereinssport insgesamt eine gesellschaftliche Aufgabe. Im Bereich der Integration zum Beispiel sind Sport- und Fußballvereine in Deutschland maßgebend. Da gibt es nicht irgendwelche Ressentiments untereinander und da muss man sich nur jeden Abend die Trainingsarbeit oder Sonntag die Spiele anschauen. Da weiß man, dass das gelebt wird und umgesetzt wird. In 50 Jahren hat die Liga ihre eigene Geschichte geschrieben. Fußballkultur in Deutschland hat unglaublich viele Facetten, die ganz viel Raum auch lassen für unterschiedliche Arten und Weisen, das zu leben. Es wäre schade drum, wenn es das irgendwann mal nicht mehr gäbe. Und deshalb ist Profifußball in Deutschland ein tolles und erhaltenswertes Gut, was viele, viele Millionen Menschen lieben. Wie sich das gut entwickelt, hängt von den Vereinen ab und davon, ob der Spagat gelingt. Denn eines ist allen Beteiligten klar: Ohne die Fans, ohne den 12. Mann geht es nicht.